Hello everyone, it's Food for Dogs, and I'm doing a quick look at The Raven Remastered. This was a request from one of my followers on Twitter, and I'm happy to oblige because I'm really, really enjoying this rather old point-and-click adventure game. In 2013, King Art Games, a German developer, published The Raven, Legacy of a Master Thief. So this is the remastered version on the PS4. It still bears the hallmark of the older PS3 edition, and there will be a few minor gameplay control issues I'll be pointing out to you, which can make the game a bit possibly tedious to play. So if you are very sensitive about that sort of thing and really dislike slightly clunky controls, then you might want to take that into consideration. I will point that out in some of the scenes to come. Now, I've taken my footage from the beginning of the game and from the earlier part of Chapter 1. So while you obviously have to expect a few minor story spoilers, they are not significant ones, obviously, because the story is only just unfolding. So please enjoy the opening now to The Raven Remastered, and I'll be adding my commentary here and there. Der Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Bleiben Sie ruhig, ich bin Polizist. Ich bin auf Ihrer Seite. Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Psst, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was... The story is set in 1964. We are on the Orient Express, hurtling our way through the Swiss Alps towards Venice. And straight away, we know we are on an adventure suffused with all the trappings of a wonderful Agatha Christie mystery. Please note in the window here the character of Lady Mary Westmacott, a pseudonym used by Agatha Christie herself.
I read most of Agatha Christie's novels 40 years ago, and I'm rereading them all right now. So the timing is perfect for me to play this game. Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. Und was ist mit der Waffe? Wozu brauchst du die? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. You will have noticed that I kept the voice acting in German. Now, there's nothing wrong with the English voice acting or translation. They're perfectly fine. But I found that the German voice acting conveys a special flavor. It really captures the expressions of all the characters beautifully. The way the boy talks is just totally convincing in German. Constable Zellner comes across as a character with a deadpan humor that I really warmed to. You will see that Zellner is completely stubborn in pursuing his goal of being involved with this high-level investigation, and a lot of the humor derives from the situations resulting from that. Mehr als ungewöhnlich. Hat es etwas mit dem Einbruch im Britischen Museum zu tun? Nun wirklich nicht. Und der Tresor? Was hat es damit auf sich? Ich informiere Sie, sollten wir Ihre Hilfe benötigen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. In this scene, we really notice for the first time that Zellner is a sort of Hercule Poirot persona. A very unusual one and very Swiss, but you saw he keeps the book there on the table. That is a crime novel by Mary Westmacott. And he's trying to persuade Inspector Legrand of his superior abilities in spotting clues and making deductions. All very, very Agatha Christie type. Er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind, was tue ich hier im Zug? Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Könnte es sich vielleicht um einen Edelstein handeln, der auf große Fahrt gehen soll? Sie raten nur. Sie können nicht wissen, was in dem Tresor ist. Aber wenn es doch so wäre? Dann würde ich Sie fragen, warum es hier im Zug nicht von Uniformierten wimmelt. Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Évidemment. Aber warum nicht? Es ist eine Falle. Ah, jetzt geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne Sie zurecht. Nein. Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um Sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. As you can see, the setting is beautifully done. The character models are quite good, I think. You notice that it's an older PS3 style game,
mainly from the facial expressions, really, which are not what we're used to with modern games. But it doesn't bother me at all. It gives the whole game a sort of just slightly retro feel, which I really enjoy. I grew into gaming with the PS3 console, so I'm really perfectly comfortable with this and the sometimes rather jerky motions. Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew, ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir, als wäre ich noch ein kleines Kind. Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. Warning, we have a huge explosion coming up. Das ist... Weg damit! In Deckung! We'll now have a scene coming up with Constable Selmer trying to find the boy, Matt. And again, we will be able to see how wonderfully the dialogue, the script, handles the relationship between Selmer and the boy. Matt? By the way, this bar here caused me in a later scene no end of trouble due to the very clunky controls. You had to access several trigger clues there, and it was almost impossible. I remember I had to jiggle the controls almost 20 times to finally unlock the trigger for accessing a notepad. You can use the square button to access showing you all the available trigger clues in one scene, and that certainly proves very helpful, so you can locate where they should be, because it's very, very easy to walk past one of them without noticing. Was hast du dir nun dabei gedacht? Tja. Na, komm erst mal raus da. Ist er weg? Wer ist weg? Der Mann. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Hm, gute Idee. Du hältst hier die Stellung. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Matts Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche und eine teurere. Aha. Now it's a good idea to save frequently in this game. There are plenty of save slots. If you ever feel the need to go back because you think you missed a clue or something, do save regularly. The game runs perfectly stable for me. I haven't had any crashes or freezes or any problems whatsoever. There are loading times between the scenes, but they are not too onerous. Koppeln. Ich meine, was soll ich sonst tun, die Wagen abzubremsen? Selmer now faces the unenviable task of trying to uncouple this particular wagon because they're traveling in a runaway train. So Selmer will now be getting a few items ready to try and unlock a very hot metal door. I've already been down to that door, obviously. I realized I needed some equipment, so come back to fetch something so I can
cool down and keep Zelna's hands safe from burning. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Zelna's face so much reminds me here of the British actor David Suchet, who famously played Hercule Poirot. Rette den Tag. Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. You can see it's all a bit slow, getting in the inventory, getting stuff, doing stuff with items. This type of mystery adventure puzzle game obviously is much better suited to the PC, where you can click on things with the mouse that much more quickly and efficiently. So it's a slower experience on the console, but I find it very relaxing. Was Interessantes zu finden ist, was immer der Professor vor mir versteckt. Es befindet sich in der Ledertasche. Muss ich zu anderen Mitteln greifen. Also los. Au, heiß. Das Handtuch hat sich mit Wasser vollgesogen. Es ist kalt, schwer und das Wasser läuft mir langsam den Rücken hinunter. Ich hoffe, das ist es wert. Gewalt. Be given a lot of information throughout the game to enable you to make the right decision about what you need to use and how to approach a particular problem. Some of them are quite intricate and involve lengthy mechanical processes. Zeit für die Geschichte meines Hilfs-Sheriffs. Ich habe die Lok abgehängt bei voller Fahrt. Nicht schlecht, oder? Meinst du, wir bekommen Ärger? Wegen der Lok? Glaube ich nicht. Die war schon ziemlich alt. Komm raus, dann können wir uns unterhalten. Ich war im ganzen Zug. Hier ist niemand mehr außer uns beiden. Was für ein Abenteuer. Oh ja. Erzähl mal, was hast du hier im Zug beobachtet? Also, das war so. Du bist sicher, dass es ein Mann war? Ganz sicher. Was denn sonst? Eine Frau? Nein. Mädchen können doch keine Einbrecher sein. Mädchen sind immer so brav. Wenn du wüsstest. Es ist ein Beweismittel. Once they're off the train, Zelna pursues his great quest not to be excluded from the investigation, and he now wants to be able to get onto the ship sailing for Cairo. Legrand is determined to prevent that, but he hasn't quite reckoned with Zelna's determination and cunning ability to turn a situation to his advantage. An Bord. Sie können Ihre Augen hier am Kai für mich offen halten. Ich wäre Ihnen sogar dankbar dafür. Aber wenn dieses Schiff ablegt, werden Sie uns traurig hinterherwinken. Aber... Wir haben es mit einem gefährlichen Mann zu tun und ich werde ihn ohne Rücksicht jagen. Ich werde Sie da nicht mit hineinziehen. Es ist ja wohl meine Entscheidung, ob... Ist es nicht. Es ist meine und ich habe sie gefällt. Guten Tag, Machtmeister Zelner.
tolles Auto. Allerdings nichts gegen die junge Dame, der es gehört. Was sie wohl darstellt? Eine Schauspielerin? Eine Millionärstochter? Zumindest zieht sie die Blicke auf sich. Auffälligen Blick aus der Nähe darauf werfen. Oh, das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand vor meiner Tür auf dem Boden herumkriecht. Aber das macht doch nichts, junges Fräulein. Nichts passiert. Das freut mich, Herr... Zellner. Anton Jakob Zellner. Dürfte ich wohl Ihren Namen erfahren? Patricia Myers. Sie sind Amerikanerin? So ist es. Würden Sie mir bitte helfen? Gewiss. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten? Ja. Yep. Machen Sie dort Urlaub? Mein Vater arbeitet dort für eine Eisenbahngesellschaft. Und baut das Land nach dem Krieg wieder auf. Toll. Ja, ganz wunderbar. Bringen Sie bitte mein Gepäck an Bord. Verzeihung? Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Zellner. Unverschämtheit. Sia, soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Also eigentlich... Baronin? Baronin von Trebitz, hören Sie mich. Sie ist ohnmächtig. Das war kein Schwächeanfall. Sie hat irgendetwas gesehen, das sie erschreckt hat. Oder irgendwen. Sehr interessant. Und dass sie es nicht zugeben will, ist auch sehr merkwürdig. Wen oder was hat sie gesehen? Die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben, was hier unten passiert ist. An der beißt du dir die Zähne aus. Zellner finally does make it onto the ship, only to find himself in the storage room, gagged and bound because of his insatiable curiosity. This is a nice scene to demonstrate how the game sometimes makes it very easy to complete a step of tasks in the right order. It may be because Zellner is immobile, the game basically nudges you from one step to the next, so it's quite straightforward and quite quick to do this particular escape scene. But most puzzle scenes are not as simple as this. Zellner is free and undaunted walks into the next situation. I am very pleased that this game turns out to be quite substantial and longer than I had expected, so I have many more hours to look forward to with Constable Zellner and the Mystery of the Raven. I hope you enjoyed that very short look at The Raven Remastered, and maybe it has given you an appetite for playing the game yourself. If you love Agatha Christie, then this really ticks all the boxes. Thank you very much for watching.
I'm food for dogs. Bye-bye.